Also einen schönen guten Abend, alle miteinander. Schön, dass so viele gekommen sind. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Tagung Neue Bürgerbewegungen, Neue Politik. Und diese Tagung ist zugleich die Auftaktveranstaltung der Gründung des Hannah-Arendt-Instituts für politische Gegenwartsfragen. Fragen Sie natürlich sicherlich viele, wozu denn so ein Institut oder so eine Institution? Gibt es schon genug Institute, Institutionen? Wir haben zum Beispiel Kindergärten, wir haben Finanzämter, wir haben Benimmregeln, wir haben sogar die Ehe. Und wir meinen, nein, denn ein Institut, eine Institution heißt ja zunächst nicht mal, nicht mehr oder nicht weniger, als dass hier etwas eingerichtet werden soll. Etwas eingerichtet, etwas verstetigt werden soll, das von Dauer sein soll. Und dieses Etwas, diese Sache selbst, wenn man so will, das ist die Auseinandersetzung darum, wie ein gutes bürgerschaftliches Handeln, also ein Handeln, das sich an einem Gemeinwesen orientiert, heute am besten gelingen kann. Und auf Hannah Arendt beziehen wir uns dabei nicht etwa, um jetzt so eine neue Exegese anzuleiern, ihrer Texte über richtige oder falsche Interpretation, sondern vielmehr, weil wir der Meinung sind, dass wir bei Hannah Arendt viele kluge Gedanken über das Politische finden und daran anknüpfen können. Und vor allem ging es hier ja immer um solche Formen politischen Handelns, die eine, ich zitiere, möglichst unmittelbare, weitgehende und unbeschränkte Teilnahme des Einzelnen am öffentlichen Leben möglich machen. Zitat Ende. Und diese Teilnahme am Öffentlichen, die kann nicht delegiert werden an irgendwelche Vertreter, ebenso wenig wie zum Beispiel Meinungsbildung delegiert werden kann. Und diese Teilnahme, die braucht Räume, um sich entfalten zu können. Und einer dieser Räume soll dieses Institut sein. Und unsere Idee ist auch, dass im Rahmen dieses Instituts verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, hier also aus Wissenschaft, aus Kunst und der Zivilgesellschaft. Vielleicht kommen ja noch weitere Bereiche dazu. Eine Grundlage ist allerdings, dass dabei nicht das Taktieren für irgendwelche Mehrheiten im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Lust am Selberdenken. Und im Handgemenge einer kritischen Öffentlichkeit ist die Aufgabe der Wissenschaftler, da sind wir uns mit Pierre Bourdieu zum Beispiel ganz einig, zuzuhören, zu forschen, zu erfinden und die Dinge beim Namen zu nennen. So ist das jedenfalls gedacht. Ja, nachdem gleich Hans Christ und Peter Grumme noch ein paar Worte gesagt haben, wird dann Christian Volk seinen Vortrag halten. Morgen geht es dann im Literaturhaus weiter mit einem Vortrag von Winfried Thar. Und es wird Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen geben, die haben ja alle das Programm gelesen. Die Arbeitsgruppen morgen beschäftigen sich mit Themen, die wir aktuell wichtig finden, und wir sind auch sehr gespannt auf die Fragen und die weiteren Themen, die morgen und in nächster Zukunft von Ihnen und von euch aufgeworfen werden und die eine weitere Grundlage für die Arbeit des Instituts sein sollen. Und zu den Arbeitsgruppen morgen noch, Hans und Iris Dressler und Hans Christ sind morgen nicht da, dafür ist aber Dietrich Heisenbüttel in der Arbeitsgruppe über die Kunst des Widerstands. Was wir auch noch gemacht haben, ist eine grundlegende Konzeption der Institutsarbeit zu schreiben, zu skizzieren. Der Text versteht sich als eine Diskussionsgrundlage und er ist in erster Fassung erschienen und wir hoffen, dass aufgrund eurer und ihrer Kritik wir den weiterentwickeln können und sind auch da sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt zum Schluss möchte ich mich noch bedanken, nämlich bei Hans Christ und Iris Dressler für die Kunst der unkomplizierten und kreativen Kooperation. Sind beide vom Kunstverein, für die, die es nicht wissen. Einige sind zum ersten Mal, die habe ich vorhin gehört. Peter Grohmann, vielen Dank für die Lust am Zupacken und für seinen jugendlichen Tatendrang. Vielen Dank an alle, die die Sache hier nominell, ideell und auch finanziell
unterstützt haben und weiterhin unterstützen werden. Und vielen Dank auch vor allem an die vielen Stuttgarter, die auf die Straße gingen und hier etwas in Bewegung brachten und ohne die auch diese Initiative heute hier überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Jetzt hören wir ein paar Worte von Hans Christ und von Peter Grohmann und danach Christian Freuchter. Das ist nett. Eigentlich aus dem Buch, aus dem ich zitieren wollte, da steht jetzt das Mikro drauf. Aber da wir keine direkte Arbeit am Text von Hannah Arendt, ich habe heute mal den ganzen Tag Hannah Höch gesagt, daran liegt das auch wahrscheinlich, dass wenn ich morgen nicht da bin, ist das meiner Trotteligkeit zu verdanken, dass ich zwei Termine auf dem gleichen Termin gesetzt habe. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, aber ich glaube, dass wir mit dem Dietrich Heisenbüttel jemand haben, der erstens mit den Stuttgarter Kontexten sehr vertraut ist, zweitens ein herausragender Journalist ist und drittens das politische Feld in Fragen der Kunst genauso gut bearbeiten kann wie Iris oder ich. Irgendwie findet im Kunstverein jetzt schon länger eine bestimmte Transformation statt. Besonders gespürt habe ich das jetzt in den letzten anderthalb Wochen. Ich glaube, das ist jetzt gefühlt die 125. Veranstaltung, die wir hier machen. Und ich habe auch fast den Eindruck, als wenn wir eine Außenstelle der Anstifter wären. Das sagt vielleicht etwas auch darüber aus, dass das Feld der Kunst sich erheblich verändert hat. Vielleicht auch nochmal deshalb erheblich verändert hat, und zwar nochmal anders als in den 60er, 70er Jahren, wo die Haupttexte von Hannah Arendt liegen, oder Schwerpunkttexte, wo sie Hinweise gibt auf das, was, wie wir heute unsere zeitgenössische Gesellschaft betrachten, weil uns bestimmte Themen wieder entgegenkommen. Es kommen uns bestimmte Themen entgegen, wo wir dazu neigen oder auch aussprechen müssen, dass wir Verwerfungen weltweit haben, die man durchaus mit Begriffen des Totalitarismus wieder beschreiben kann. Und dass wir spätestens seit 13 Jahren, also seit dem 11. September 2001, eine Situation erleben, wo sich vormals, und ich weiß, dass das nur Begrifflichkeiten sind, aber nominelle Verschiebungen sind wichtig im politischen Feld, wo wir dazu neigen, unsere Verfasstheit nicht mehr unter dem Parameter des Friedens, sondern unsere Verfasstheit unter den Parametern des Krieges zu bezeichnen. Also eine Transformation stattgefunden hat von dem Begriff des Friedensstaats hin zu dem Begriff des Kriegsstaates, des ausübenden und des in diesem Kontext agierenden Kriegsstaates. Demgegenüber gibt es eigentlich in der Situation und in den Möglichkeitsräumen, die uns auch auf der anderen Seite nach wie vor zur Verfügung stehen, eigentlich nur eine Option, die Fragen, die sich zeitgenössisch stellen, zivilgesellschaftlich zu beantworten. Und Kunst und zeitgenössische Kunst ist Teil zivilgesellschaftlicher Prozesse. Der Gedanke einer elitären, abgehobenen, in bürgerlichen Nischen stattfindenden Kunst ist auch in den 60er und 70er Jahren in Frage gestellt worden und wird heute massiv von sehr vielen Institutionen innerhalb dieses Betriebes in Frage gestellt. Und vielleicht ist dann auch zu sagen, wir machen ein Hannah Arendt-Institut, diese Frage nach dem, was ist eigentlich mit den Ressourcen der repräsentativen Demokratie, die sich meistens in Instituten und Institutionen formulieren. Sie verfügen über Raum und Kapital. Und es gilt, das ein Stück weit für andere Formen von Inhalte zu kidnappen und es nicht aufzugeben. Und tatsächlich dort etwas einzufordern von diesen Institutionen und von diesen Optionen, die Institutionen abwirken. Ich habe versprochen, dass ich nur 5 Minuten rede und ich sehe da auch schon so einen nervösen Blick neben mir. Das mache ich jetzt auch, aber das sind Hinweise darauf,
warum diese ganze Aktion, dieser Gründungsveranstaltung heute Abend auch hier stattfindet. Wir werden versuchen, dort Raum für zu geben. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann gehen Sie vielleicht in die Ausstellung Die Bestie und der Souverän, die bekannterweise ein Paar sind, und betrachten da nochmal entlang des Philosophen Derridas, wann der Souverän, von dem wir dachten, dass wir das sind, das Volk, zur Bestie wird. Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das Hannah-Arendt-Institut für Perspektive, sei es jetzt den Arbeitskreis Stadtzema oder Kindereuthanasie oder andere Dinge, Stolpersteine oder so, wo so eine Initiative, die breit gefächert ist, eben auch Initiativen mit anstoßen und organisatorisch mittragen kann. Meine Prägung, meine politische Prägung habe ich von Menschen erfahren wie der Rosa Acker oder den Fritz Lang oder dem Eugen Eberle oder dem Theo Pinkus, alles Menschen, die nicht studiert haben. Und in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, in den politischen Bereichen gearbeitet habe, hatten wir immer eine relativ große Nähe zu den Universitäten. Das heißt, zu den Leuten, die an der Universität kritisch waren. Wir haben hier verschiedenste Ansätze gehabt, in den 20er, 30er Jahren beispielsweise die marxistische Abendschule. Wir haben bei den Falken nach dem Krieg, nach 45, 48, in den 50er Jahren Abendschulen gehabt, wo junge Arbeiterinnen und Arbeiter einfach noch ein Stück weit dazulernen konnten. Das, was ihnen verwehrt war, nämlich der Zugang zur Hochschule, der Zugang zu einer weitergehenden Bildung. Erst die Bemühungen beispielsweise bei den späten sozialliberalen Regierungen, die Hochschulen zu öffnen, ist es ein bisschen anders geworden. Aber Sie sehen, wenn Sie einen Blick in die Statistiken werfen, nach wie vor die große Benachteiligung und einen großen Teil von Unterprivilegierten. Aber wir haben immer das Glück gehabt in diesen Jahren, besonders in Stuttgart, dass durch diese Nähe zur Wissenschaft, zur Universität, sei es jetzt im Landwirtschaftsbereich zu Hohenheim, den kritischen Leuten in Hohenheim oder den Betriebswirtschaftlern, Betriebswissenschaftlern oder den Soziologen oder den Philosophen, dass da immer auch etwas da war, was verbunden hat. Wo wir uns gegenseitig befruchten konnten, hier auf der einen Seite die Basis, beispielsweise die Betriebsgruppe oder Lehrerinnen und Lehrer oder Sozialarbeiter, die in der Praxis drin waren, und auf der anderen Seite das, was uns nicht möglich war, diese wissenschaftliche Begleitung, dieser Ansporn von dort, also diese Standfestigkeit dann zu bekommen, um Schritt zu halten mit dem, was sich heute in den Medien abspielt. Und in gewisser Weise ist dann das Hannah-Arendt-Institut für politische Gegenwartsfragen die Fortsetzung all dessen. In einer vielleicht, wenn es gelingt, in einer neuen Ebene, wir merken ja, in Stuttgart bewegt sich, hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel bewegt, und Sie sind ein Teil dieses Bewegten und dieser Bewegungen. Und wenn dann man das einspeisen kann und ein festes Angebot hat. Wir haben ja, Sie wissen, das Philosophische Café der Anstifter im Hegelhaus, das ja eine der Einrichtungen ist, aber in der Begrenztheit auf den Raum, das Geburtshaus von Hegel, natürlich mit den 30, 40 Plätzen immer etwas begrenzt ist. Wir hoffen, dass heute hier ein neuer Anstoß ausgeht, eine neue Initiative, und dass Sie sich anstiften lassen. Danke.